Herzlich willkommen auf unserem Kanal Vision eDrive zum heutigen Review des Genesis GV60 hier in der Version Sport Plus. Es ist das Fahrzeug, auf das ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und in diesem Video heute klären wir also, warum es für mich aktuell das beste Elektroauto ist, das es auf dem Markt zu kaufen gibt, wenn man auch den Preis noch als Faktor mit einrechnet. Und die anderen Faktoren, um was es heute geht, das seht ihr nach dem Intro. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Los geht's! Beginnen wir mal mit der Optik des Fahrzeugs, machen einen Rundgang mal ums Auto, dass ihr mal seht, was euch überhaupt hier erwartet. Es ist hier das Fahrzeug in der Version Sport Plus, das heißt natürlich auch die großen Räder, die schauen wir aber danach noch im Detail gemeinsam an. Zur Farbe, wir haben hier die Farbe Sao Paulo Lime. Das ist die Farbe, die man auch immer in den Werbungen sieht etc. Sieht auf den Fotos oder auf den Bildern nochmals deutlich grüner, giftgrüner aus. In echt ist es aber dann doch ein bisschen so ein Limonengelb. Ja. Und von der Seite sieht man aber auch schon das Fahrzeug mit den Dimensionen. Auch hier mit den abgedunkelten Scheiben hinten, mit den Chromelementen da oben durch. Das seht ihr jetzt auch so in einer Zackenform. Sieht schick aus. Ich bin sonst eigentlich nicht ein Fan von Chrom. Aber hier auch mit den Akzenten, mit dem schwarz getönten Scheibe. Da hinten noch diese Spoilerlippe, die auch noch als drittes Bremslicht fungiert. Nämlich da oben durch. Ja. Ist auch integriert die Rückfahrkamera hier drin, aber dazu landen später noch mehr. Hinten, wo wir gerade sind, sehen wir auch die zweigeteilten Heckleuchten. Die sind auch wunderschön zum Licht, aber dann noch in der Nacht mehr. Unten der Diffusor ist dann so, so ähnlich wie beim IONIQ 5 mit dem LED-Paket in diesem Grau-Silber-Plastik. Sieht schön aus, wie ich finde. Auch die Radkasten oder die Radkästen sind hier in dieser Form gemacht worden, auch mit der Farbgebung hier. Die sind auch immer gleich, das heißt, egal welche Farbe ihr bestellt, die sieht immer gleich aus. Und von vorne, wenn wir da jetzt nach vorne gehen, seht ihr auch, das Logo, das sehr ähnlich mit einem Bentley aussieht. Und die Frontkamera, auch das noch mit einem kleinen Designakzent so gemacht worden. Wirklich, wirklich sehr schick. Von vorne extrem geil. Und auch da wieder die zwei Scheinwerfer, zu denen wir, wie gesagt, noch beim Licht dann näher drauf eingehen werden. Der Genesis GV60 basiert auch auf der EGMP-Plattform, also die Electric Global Modular Plattform. Wie schon die Konzernbrüder Kia EV6, IONIQ 5 und IONIQ 6 und eben der da. Die Plattform an sich ist immer gleich. Wir wollen jetzt mal zusammen anschauen, wie man das Fahrzeug konfigurieren kann. Was für Modelle gibt es schon ab Lager als Vorlauf sozusagen und wie auch die Preise denn aussehen. Deswegen schalten wir jetzt ins Studio. Viel Spaß! Wir kommen also hier zur Konfiguration des Genesis GV60. Was kostet es und auch vor allem, was kann man überhaupt konfigurieren? Zuerst mal, der Konfigurator selbst ist schon sehr, sehr gut, denn es ist extrem flüssig zum einen. Zum anderen aber auch sieht man hier im Hintergrund nämlich auch das Studio in Zürich, was ich euch wirklich nur empfehlen kann, da mal hinzugehen. Ja. Es sieht wirklich ganz genauso aus wie da hinten, wo meine Maus gerade am Rumfliegen ist. Ihr könnt aber auch hier noch den Hintergrund ändern, dass ihr auch das Auto in der Stadt zum Beispiel seht oder halt im Studio selbst. Wir wechseln aber hier jetzt wieder in das Store, also in den Store. Es nennt sich aber da Studio, da vorne übrigens dann die Bahnhofstraße. Genau. Aber jetzt geht es um den Konfigurations- oder um die Konfigurationsmöglichkeiten. Und ihr seht schon auf der Seite hat es nämlich hier Premium, Sport und Sport Plus. Der Premium ist in der Schweiz der Heckantrieb. Das ist das Fahrzeug so. Der Sport ist dann der Allrad mit 325 PS, die gleiche Motorisierung also wie der EV6 und der IONIQ 5 mit dem neuen Akku. Dazu muss man sagen, es wird immer die große Batterie mitgeliefert, das heißt die kleine Batterie gibt es beim GV60 überhaupt nicht. Wir werden jetzt zusammen das Fahrzeug konfigurieren, was wir hier in diesem Test haben, nämlich der Sport Plus. Das kostet zum einen dann 24.700 Franken Aufpreis. Ihr seht schon die Preise, wie sie da sind. Der ist also jetzt bei ein bisschen was über 77.000 Franken, der Sport Plus. Der Heckantrieb hingegen beginnt schon bei etwa über 53.000 sind die Preise da in der Schweiz, genau. So, und es ist eben so, dass zum Beispiel hier beim Sport Plus schon sehr viel mit dazu kommt. Ihr seht jetzt auch hier, das sind die Motoren dann, also Heckmotor und Frontmotor, jeweils 180 kW. Das sind dann eben, wie gesagt, diese 490 PS im Boost. Wenn man den Boost-Knopf eben drückt,
hat man eben diese Leistung. Genau, und dann geht es weiter. Jetzt kann man hier die Farben wählen. Ihr seht schon, es gibt sehr viele Farben. Hier ist also das Sao Paulo Lime, welches wir in diesem Test drin haben. Es gibt aber auch sehr viele Metallic- und auch Mattfarben, also wirklich eine große Auswahl. Häufig sind auch die Farben so, dass man sie entweder in Matt oder auch in Metallisé kriegen kann, wie zum Beispiel das Barossa Burgundi oder halt dann ist es eben hier Burgundi Matt. Also wie man eben will. Wir nehmen aber hier jetzt das Sao Paulo Lime, das wir hier im Test auch drin haben. Die Felgen sind Biamsport Plus immer die 21 Zoll, darauf gehen wir dann aber gleich im nächsten Punkt ein, wenn wir wieder zurück sind beim Autotest. Ihr könnt auch die Bremssättel lackiert haben in diesem Lime, das haben wir jetzt auch drin, das machen wir jetzt mal auch. Und schon geht es also in den Innenraum und ich habe euch vorhin schon gesagt, der Aufpreis von 24.700 Franken, der ist auch schon sehr viel eben mit dabei da. Zum Beispiel eben auch hier, dass es eben das Nahpaläder automatisch drin hat, was in den anderen Modellen noch nicht drin ist, aber man auch bestellen könnte. Also es ist nichts, dass man unbedingt den Sport Plus nehmen muss, wenn man Nahpaläder im Auto drin haben will. Wir haben das hier im Testwagen, deswegen nehmen wir das jetzt auch hier als Auswahl. Das ist jetzt noch 310 Franken Aufpreis. So, dann ist es hier das Aero Design, das ist also hier die Leiste da oben, ist jetzt hier aus Aluminium. Das ist auch so und auch da oben bei der Dekorleiste hat man eben dann das Aluminium, was sich jetzt hier nicht verändern kann. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Pakete. Ihr seht jetzt da auf der rechten Seite, was man eben bestellen kann und links jeweils da, was in diesen Paketen jeweils drin ist. Auch immer noch als Bild dargestellt, was es denn ganz genau ist. Wir gehen jetzt hier nicht auf jedes Paket einzeln ein. Wichtig aber, das sind die einzigen Pakete, die ihr bestellen könnt. Mehr ist es nicht. Wir haben hier jetzt die digitalen Außenspiegel bei diesem Testfahrzeug nicht. Ich würde dir auch nicht empfehlen, dazu aber dann später noch mehr. Wir haben aber hier die Möglichkeit, eben die Außenspiegel automatisch abblendend zu machen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, kostet noch ein Huni mehr. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, und das war's schon. Und jetzt ist eben hier noch der Punkt Laden. Ihr bekommt nämlich die Shell Recharge Karte, die euch 5 Jahre lang einen sehr günstigen Ionity-Tarif eben gewährt. Das heißt, in diesem Falle sind es 27 Rappen pro Kilowattstunde in der Schweiz, 26 in Deutschland und 25 in Österreich aktuell. Und die Preise, die sind garantiert. Das heißt, Genesis, die bürgen sozusagen für diese Preise. Falls sich die Preise erhöhen sollten, wird Genesis die Differenz entsprechend ausgleichen. Das heißt, 5 Jahre Garantie, 5 Jahre auch diese Karte und ihr bekommt einen persönlichen Assistenten, der euch während des ganzen Kaufs, Probefahrt, aber auch danach eben zur Seite steht und euch da unterstützt bei allfälligen Sachen wie Service, Reparaturen, Reifenwechsel etc. Auch das ist alles mit drin. Die ganz klare Message von Genesis ist es auf jeden Fall, dass ihr eben die Lebenszeit nicht mit unnützen Dingen verplempern müsst, um unter anderem eben zur Werkstatt fahren, sondern das Auto wird abgeholt, ein Ersatzwagen wird gebracht und dann ist es auch schon fertig. Genau. Und das war schon alles. Hier ist dann die Konfiguration, wie wir sie also hier jetzt haben. Ihr seht auch hier die Überführungskosten, die sind jetzt hier 1200 Franken. Wie gesagt, ein geschlossener Transport wird das Auto euch bringen, haben wir schon gezeigt im Genesis-Video, wo wir das Auto in Betrieb genommen haben, wie das Ganze aussieht. Das ist also der Preis und deswegen sage ich, wir sind jetzt hier in der höchsten Ausstattung, die es geht. Klar, die Spiegel, die würden noch dazukommen. Wir sind aber auf jeden Fall deutlich unter 100.000 Franken für ein Fahrzeug, das in der Luxusklasse mitspielt. Warum das so ist, das sehen wir dann noch im Verlauf dieses Reviews. Deswegen würde ich sagen, Konfigurator auf jeden Fall sehr, sehr gute Noten, wie ich finde. Einfach übersichtlich und doch sehr, sehr viel Individualisierbarkeit. Deswegen kriegt er von mir wirklich Bestnoten. Und nun also zurück zum Test. Viel Spaß! Kommen wir zu den Rädern. Wir sehen hier die 21 Zoll Felgen, die wir vorhin gesehen haben, im Konfigurator beim Sport Plus immer mit dabei sind. Das sind wirklich, finde ich, schöne Felgen auch. Von der Farbgebung her passen sie auf jeden Fall rein. Wir haben hier die Michelin-Reifen drauf. Die Dimension ist 255 40 R21. Und man sieht hier auch, die Bremssättel sind in diesem Lime Green lackiert. Das ist eine Option, habt ihr vorhin auch gesehen. Das ist eine aufpreispflichtige Option, die dann die Bremsscheiben vorne eben so farbig sind. Hinten sind sie aber immer gleich. Da sind diese da, die Standard-Bremssättel hinten.
Denn wir haben hier entsprechend auch viel Leistung, die man auch abbremsen muss. Wir haben hier 180 kW Motor vorne und hinten. Wie schon eingangs erwähnt, ist dieses Fahrzeug auch auf der eGMP-Plattform basierend. Das heißt, wir haben hier auch das 800 Volt Ladesystem, wo das Auto extrem schnell aufladen kann. Die Ladeklappe ist wie bei allen diesen genannten Fahrzeugen EV6 und IONIQ 5 hinten rechts. Das heißt, einfach hier so aufmachen. Und jetzt seht ihr hier den Stecker, oder die Stecker besser gesagt. Wir sehen hier oben den Typ 2 Stecker. Wechselstrom 11 kW, dreiphasig, serienmäßig logischerweise. Und wenn man die Klappe abnimmt, der CCS, das ist dann wie gesagt 800 Volt möglich. Dann lädt das Auto bis zu 240 kW in der Spitze und eben auch schnell über die Zeit, nämlich von 10% auf 80% in 18 Minuten. Das ist die Angabe, die man überall liest. In der Realität ist es meistens so zwischen 19 und 20 Minuten rum, je nachdem, wie warm der Akku eben ist. Und das ist ein gutes Thema, denn ich will euch jetzt an dieser Stelle kurz ein paar Videos empfehlen von unserer Playlist des GV60. Die Playlist findet ihr hier oben in den Infokarten verlinkt. Wir haben einige Videos gemacht, wo wir die Ladekurve angeschaut haben. Deswegen werden wir sie heute nicht nochmals einzeln anschauen. Dann noch zum Thema Ladeanschluss, aber der kann eben noch mehr als nur Strom aufnehmen. Der kann nämlich auch Strom abgeben. Und das schauen wir jetzt zusammen an. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass das Fahrzeug auch Strom abgeben kann, denn es ist ein Fahrzeug, das bidirektional laden kann, zumindest in einer kleinen Form, nämlich so wie das hier sieht, nämlich Vehicle to Load. Wir haben in diesem Video da oben euch gezeigt, wie man es auch noch extremer machen kann, nämlich ein anderes Fahrzeug aufladen, aber kurz zur technischen Information für alle, die das jetzt hier wegen dem GV60 angeklickt haben, das Video. Das Fahrzeug hat einen eingebauten Wechselrichter und mit diesem Wechselrichter kann ich eben bis zu 3,7 kW mit diesem Adapter, der beim Auto dabei ist, dem Auto entnehmen, und zwar über den Typ 2 Anschluss. Ja. Das heißt, ich stecke das Ding einfach ein, wie ich es gerade gemacht habe, mache dann die Klappe unten zu, damit es auch entsprechend wassergeschützt ist, also regengeschützt ist. So. Da hat es so eine Gummiaussparung und jetzt muss ich einfach doch diesen Knopf da reindrücken. Und kann also nun staubsaugen. Und warum ist das cool? Denn viele Leute schließen hier jeweils eine Kaffeemaschine etc. an. Ich finde jetzt einfach, ja, man könnte das schon auch machen, aber es soll auch ein bisschen was Praxisnahes sein. Und jeder kennt es doch, die Garage zu Hause ist viel zu eng etc. Staubsaugen, immer schwierig. Wenn du irgendwo so einen Waschplatz fährst mit Staubsauger, bezahlst du immer noch eine Menge Geld für diese Staubsauger. Deswegen nehmt den Staubsauger einfach so mit, wie wir heute. Fahrt irgendwo hin, wo ihr Platz habt. Macht die Türe hinten auf. Und könnt staubsaugen. Und diese Staubsauger, die haben ja meistens so um die 1000 Watt rum, die großen Industriestaubsauger. Also da habt ihr völlig genug Energie. Wie gesagt, 3,7 kW ist möglich über den Stecker draußen. Wir haben aber noch einen zweiten Stecker, den man auch noch benutzen kann, aber der geht nur während des Fahrens. Denn wenn man so ist, kann man logischerweise nicht fahren. Denn wir haben nämlich hinten unter der Rückbank auch noch einen 230 Volt Anschluss. Ich zeige euch den kurz von der anderen Seite. Da unten seht ihr nämlich jetzt noch diese zweite Steckdose da. Die muss man noch mit dem Notschlüssel entsprechend aufsperren, damit sie auch eben zugänglich ist. Und dann kann man eben hier auch ein zum Beispiel Laptop einstecken während des Fahrens oder halt wie wir das öfters machen auf langen Reisen, halt auch unsere Steckleiste, wo wir die ganzen Akkus und Drohnen wieder aufladen können. Ist halt schon relevant und die ist eigentlich häufiger benutzt oder wird häufiger benutzt als die über den Außenstecker, weil sie halt wirklich viel nützlicher ist. Die draußen ist schon halt eher Spielerei. Ihr könnt natürlich auch im Auto einstellen, bis zu wie viel Prozent soll das Auto überhaupt Strom abgeben. Das kann man einstellen am Display vorne, das zeige ich euch nachher ganz kurz. Es kann maximal bis zu 20% abgeben. Das heißt, sobald ihr den SOC unter 20% habt, geht es nicht mehr, weil halt da dann entsprechend die Batterie für das Fahren benutzt werden sollte und nicht für Staubsaugen. Aber wenn man mal überlegt, wir haben hier eine Batteriegröße von 77,4 Kilowattstunden und das heißt, wenn man einen Staubsauger jetzt betreibt mit 1000 Watt als Beispiel, könnte man theoretisch gesehen 77 Stunden staubsaugen. Und ich denke, dann ist das Auto definitiv sauber. Sollte zumindest so sein. So, wir das Ganze wieder entfernen und einfach hier entsprechend wieder aufmachen, dann hier wieder den Knopf drücken, dass es wieder fertig ist.
Dann kann ich hier einfach ausstecken wieder. Ich kann hier übrigens nicht nur einen zweipoligen, sondern auch einen dreipoligen Stecker in der Schweiz einstecken. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt ist der Nachrichtwort noch verriegelt da natürlich. Das heißt, ich muss einfach den Schlüssel nehmen, nochmals aufschließen das Fahrzeug. Und dann habt ihr schon gehört, ich kann ihn einfach so rausnehmen. Ist beim Ladekabel genau das gleiche, das heißt, es funktioniert da komplett identisch und dann hier zumachen und dann ist der Ladeport wieder zu. Sollte jetzt aus einem Grund, den ich noch nie gehabt habe, es dennoch so sein, dass das mal irgendwie nicht funktionieren sollte, dass der nicht entriegeln sollte, kann man nämlich auch hier drin das Ganze noch mechanisch entriegeln, und zwar hier über diesen Drehschalter da, nehme ich den kurz so weg. Und habe dann hier unten so ein bordeaux-rotes Teil. Seht ihr das vielleicht im Video? Ja, schwierig. Ich probiere es nochmal einzufangen. Da oben dieses bordeaux-rote Teil einfach daran ziehen. Und dann wird der Stecker eben mechanisch entriegelt. Ist wie gesagt aber eine Notlösung, falls es mal nicht funktionieren sollte. Dass ihr einfach wisst, da hinten könnte ich es noch mechanisch so rausnehmen. Kommen wir nun zur Motorhaube und zur Frage, ob das Auto einen Frunk hat oder nicht. Ist ja bei jedem Elektroauto immer so, dass man das immer als erstes fragt. Ja, hat es einen Frunk, hat es keinen Frunk? Ich kann natürlich die Motorhaube ganz einfach aufmachen, einfach da unten diesen Hebel ziehen, den ihr kennt. So geht sie entsprechend, oder wird sie entriegelt. Und dann muss ich nur noch da vorne mit dem Finger untergreifen, bis zu diesem Hebel da. Und dann einfach so aufmachen. Wir haben hier natürlich Gasdruckfedern und noch ein Blatt. Noch ein zweites Blatt. Ein drittes Blatt, das ist Herbst halt, ja. Und jetzt eben hier, der Frunk, seht ihr also hier, ist nichts Großes, aber ein Ladekabel geht hier definitiv rein, das beim Auto auch mit dabei ist, ein Typ-2-Ladekabel, um mit Wechselstrom laden zu können. Es ist so, dass der beim Allrad eben so groß ist, wie er hier ist, bei beiden Allradmodellen, es gibt ja zwei, ist bei beiden genau gleich groß, beim Heckantrieb, den es in der Schweiz auch gibt, ist er natürlich nochmals deutlich größer, weil der Frontmotor halt fehlt und somit mehr Platz da vorne halt hat. Was haben wir hier vorne noch alles drin? Wir haben natürlich noch vorne diese Flüssigkeiten, die man noch auffüllen kann oder auffüllen muss. Die da, das Wischwasser, ist das Einzige, was ich vorne regelmäßig auffüllen muss, denn ansonsten, der Rest wird beim Service gemacht. Ja. Diese Flüssigkeit da und die Bremsflüssigkeit, die ihr da oben findet. Und hier ist noch der Sicherungskasten drin. Das heißt, kurz mal einen Blick reinwerfen, wie es aussieht. So sieht das Ganze aus. Dass ihr es mal gesehen habt, ist auch das, wo man eigentlich nie dran gehen muss. Nur einfach, dass man weiß, wo es eben ist. Und wieder zumachen und fertig ist. Also, wir haben gesehen, Ladekabel geht vorne rein, viel mehr nicht. Viel mehr braucht es aber vorne auch nicht, eigentlich auch gar nicht. Die Frankgröße ist für einen Allrad, ich sage jetzt mal, sicherlich nichts Großes, wenn man auch bedenkt. Tesla hat größere Franks, Ford Mustang Mach-E hat größere Franks. Aber es gibt auch Fahrzeuge, die gar keine Franks haben, wie eben die ganzen VW-Modelle. BMW i4 hat auch keinen, iX hat auch keinen. Und bei gewissen Modellen kann man die vorne schon gar nicht mehr aufmachen. Beispiel Mercedes. So, deswegen, immerhin, es hat es da drin. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den viele Leute immer bei den Elektroautos ansprechen, nämlich das Thema Anhängerkupplung. Und ja, ich kann euch beruhigen, es gibt hier eine Anhängerkupplung. Es ist so wie beim IONIQ 5 und beim EV6. Dass ihr die genau gleiche Anhängelast eben kriegt, 1,6 Tonnen gebremst und 750 Kilogramm ungebremst. Es ist ja so, bei den EGMP-Fahrzeugen ist es so, dass man, wenn man die große Batterie eben hat, dass es automatisch immer diese 1,6 Tonnen sind, jetzt egal ob Allrad oder Heckantrieb. Bei der kleinen Batterie, die es hier beim GV60 gar nicht gibt, wären sie dann entsprechend eben weniger. Was ihr einfach wissen müsst, ist, wenn ihr eine Anhängerkupplung anmacht beim Elektroauto, einfach wichtig, der Verbrauch wird sich nochmals drastisch erhöhen. Punkt 1 ist hier jetzt nicht so relevant, weil er halt schnell nachladen kann. Aber da komme ich auch schon zum zweiten wichtigen Punkt, nämlich das Thema Nachladen. Tönt es blöd, aber die meisten Stationen sind eben nicht so platziert, dass du einfach da durchfahren kannst mit dem Anhänger, sondern die sind meistens irgendwo am Ende des Parkfelds halt eben. Und da musst du halt eben, weil du den Ladeport hinten hast, eben den Anhänger abkuppeln und dann ranfahren, Anhänger wieder ankuppeln. Das heißt also ein Mehraufwand. Es ist aber so, dass es fortlaufend auch mehrere solche Durchgangsstationen gibt, wo du auch eben mit dem Anhänger eben einfach da durchfahren kannst und das Auto so einstecken kannst. Ich habe aber in der Schweiz noch sehr wenige gesehen. Ein Beispiel ist auf jeden Fall GoFast in Oftringen.
Da kann man aber nur 150 kW laden, dafür eben aber kann man durchfahren. Also man muss den Anhänger da nicht abkoppeln. Das Video dazu seht ihr hier oben in den Infokarten, ist schon ein bisschen ein älteres Video, aber ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich habe hier wieder unsere beiden Koffer mitgenommen, heute nur diese zwei, und stelle die mal da hinten rein, ob sie nebeneinander überhaupt Platz haben. Und ich stelle fest, ja, haben sie, und zwar sehr, sehr perfekt, fast schon. Da oben könnte ich noch mal, wenn ich das so raufklappe oder eben ganz rausnehme, könnte ich noch unseren Kamerakoffer reinmachen, so längs, und dann noch eine Tasche. Also es geht schon was rein. Auf jeden Fall. Zugeht logischerweise auch. Aber es ist halt schon so, es sieht von außen deutlich größer aus, als es eigentlich dann wirklich in der Realität dann ist. Das ist einfach so, das muss man einfach wissen. Es ist vom Platz her ähnlich groß wie beim IONIQ 5 und beim EV6. Es ist so eine Kombination dieser beiden Fahrzeuge. Zum einen ist er ein bisschen flacher abflachen wie der EV6 und zum anderen halt doch wieder so ein bisschen bulliger als der EV6. Da ist er wieder eher am IONIQ 5 angelehnt, aber ja, vom Platz her. Also wenn ich zwei Koffer reinbringe, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich vollkommen zufrieden. Sie ist auch gut zugänglich, sie geht hoch rauf, die Klappe. Das kann aber auch ein Nachteil sein. Das haben wir schon gezeigt im Video, wo ich das Auto eingerichtet habe. Wie man die auch eben einstellen kann, im Profil speichern etc. Also das seht ihr da in diesem Video. Von daher, also wenn da zwei Koffer reingehen, hinten kannst du problemlos sitzen, das schauen wir jetzt dann gleich an. Dann ist es vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich mit diesem Auto wirklich am schönsten finde, ist einfach die Verarbeitung, die Innenausstattung, einfach extrem edel und luxuriös. Ja. Ihr seht es schon hier an der Türe, haben hier alles beledert. Wir haben hier wunderschönes Velo, auch dunkel gehalten. Die B&O-Anlage, die als Option aufpreispflichtig ist, auch beim Sport Plus, ganz wichtig. Wir haben hier diese Aluminium-Optik, die man auch noch wählen kann, habt ihr im Konfigurator schon gesehen. Wir haben die Sitzheizung, die ich in drei Stufen verstellbar kann. Das ist das Paket Komfortsitz hinten. Auch hier überall Ambiente beleuchten, logischerweise auch noch die Privacy-Funktion, die ich die Scheibe da hinten abdunkeln kann. Also das ist schon extrem auf sehr, sehr hohem Level mit dabei, definitiv. Hier der Flaschenhalter gleich in der Türe drin, dazu da später mehr. Ich setze mich mal da hinten jetzt rein. Übrigens, die Sitze vorne, die sind so weit hinten, weil es noch die Einstiegshilfe ist, also das Easy Entry sozusagen. Deswegen sind die so weit hinten, normalerweise wären sie noch weiter vorne. Und selbst so habe ich genug Platz, die Füße gehen unter den Sitz vorne. Und da oben alles wieder wunderschön, also wirklich absolut traumhaft, mit hellem Velo bezogen. Sieht extrem schick aus, also einfach wahnsinnig geil da drin. Wir sehen da innen auch noch zweimal USB-C Ladeport. Ich habe bei diesem Auto nur noch USB-C, was ich sehr gut finde, auch vorne dann, dazu gleich später mehr. Diese zwei Ports, um das Handy hinten aufladen. Und die Lüftungen sind eben hier gesteuert, die ich so für die hinteren Passagiere entsprechend einstellen kann. Auf beiden Seiten logischerweise, da hinten auch. Und auch hier wieder die Sitzbezüge. Napa-Leder mit dieser gelben, also mit dieser Leimnaht wie draußen auch schon, so wie es auch hier in der Türe eben drin ist. Das seht ihr jetzt auch hier wunderschön, wie das gemacht ist. Also von innen einfach ein absoluter Traum. Und da merkt man deutlich eine deutliche Steigerung zum IONIQ 5 und zum EV6. Die sind nicht schlecht, aber der ist einfach nochmals auf einem anderen Level. Auch natürlich auch preislich, klar, aber halt auch, wenn man da reinsitzt, du fühlst dich hier einfach gerade zu Hause. Es ist bequem, es ist mega geil zum Fahren. Ja. Wenn ich gerade hinten sitze, habe ich hier diese zwei Flaschen. Das ist eine 0,5er Flasche und das ist eine 0,75 Flasche. 0,5 Flasche passt hier problemlos rein. Auch ein Cappuccino-Becher passt hier perfekt rein. Der wird auch gut gehalten da, schau. Und da unten geht sie auch perfekt rein, so. Und geht die größere auch unten rein. Nein, die geht nicht rein. Also für 0,5 reicht es auf jeden Fall. Ich habe da in der Mitte noch so einen Cupholder, da passt die auch rein, das geht nicht rein, also nur das da, das geht aber problemlos rein. Ich habe ja zu Beginn des Videos gesagt, das ist für mich eines der momentan besten Elektroautos auf dem Markt. Und wenn es das sein muss, dann muss auch das Licht absolut Spitzenklasse sein. Und ich würde sagen, wir schalten doch mal kurz in die Nacht zum Lichttest. Ganz viel Spaß. So, willkommen in der Nacht. Ich bin hier am Kommentieren, während ihr hier das Licht seht. Ihr seht hier vorne hat es pro Scheinwerfer hat es 5 so Lichtelemente unten und auch wieder oben. Das heißt genau 20 Lichtpunkte vorne.
Ich mache mal noch kurz den Blinker an, dass ihr den auch noch seht, wie es aussieht. Jetzt werden nämlich da jeweils drei dieser fünf Lichtpunkte oben und unten zum Blinker und der Rest bleibt aber dennoch aktiv. Das ist wirklich schön gemacht, wie ich finde, und gefällt mir auf jeden Fall gut. Gehen wir noch mal kurz nach hinten, wie es da hinten aussieht. Jetzt seht ihr hier eben auch wieder die zweigeteilte Lichtsignatur in Rot. Der Blinker ist unten, ja. Und das Bremslicht, habe ich ja gesagt, ist nach oben beim Spoiler. Ich mache mal kurz das Bremspedal, trete ich mal kurz. Sieht wirklich gediegen aus und gefällt mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich doch sagen, gucken wir uns doch mal das Licht an mit der Matrix-Funktion, wie es aussieht, während wir fahren. Das kommt jetzt. Ganz viel Spaß damit. So, wir kommen zum Lichttest hier von der Überlandstraße und wir haben jetzt schon gesehen, das Fernlicht hat sich schon aufgefächert. Es ist so, dass es hier, wie auch schon beim Kia EV6, ein dual-adaptives Fernlicht ist. Es ist ein Matrixlicht, denn es blendet nämlich auch gewisse Bereiche eben aus. Also wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, das hoffe ich, sehen wir es dann gleich, wenn wir da runterfahren, wie es dann entsprechend aussieht. Hier sind wir gleich in einem kleinen Waldstück drin und es ist schön weit, also man sieht da wirklich weit voraus, hat er auf der Seite sehr gut gestreut. Und wollen mal gucken jetzt auch, wie es reagiert, wenn ich es eben dann ein Fahrzeug entgegenkommt. Jetzt kommt hier ein Fahrzeug entgegen, das seht ihr jetzt auch hier. Jetzt hat er gewisse Bereiche ausgeblendet, ist aber nach wie vor im Fernlicht drin. Und sobald das Fahrzeug jetzt da entgegengekommen ist, wird er eben wieder komplett alles auffächern. So, jetzt hat er es wieder gemacht. In der Kamera drin sehen ist natürlich immer sehr schwierig. Wir gucken jetzt auch noch, ob er ins Dorf rein das Licht dann entsprechend wieder anpasst, denn das sollte er eigentlich, ja. Mal schauen, jetzt dann gleich im Dorf drin, hier ist nämlich gerade 50. Wir fahren aktuell wieder im Abblendlicht. Das seht ihr jetzt auch hier auf dem Display, schauen wir hier kurz. Jetzt sind wir hier wieder im Abblendlicht drin, also nicht Fernlicht. Perfekt also, denn es braucht hier im Dorf logischerweise kein Fernlicht. Da vorne geht es wieder in den 80er Bereich. Wir nehmen das noch kurz eben mit, wie es aussieht. Dann die Lichtsignatur. Jetzt sollte es dann gleich auffächern. Genau, schönes Move. Auch wieder so von innen nach außen, wie schon beim EV6 war. Was jetzt noch cool wäre, das ist auch so beim ID5 so, dass es eben auch in der Kurve dynamisch mit schwingt sozusagen. Das ist hier nicht so. Also das ist ein statisches Licht. Aber durch die Auffächerung dennoch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und nochmals klar erwähnt, bei den eGMP-Fahrzeugen gibt es nur beim IONIQ 5, auch in der neuesten Version, kein solches Licht. Ja. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr also jetzt euch überlegt, welches Auto soll das denn sein, das Licht auf jeden Fall brauchbar und von mir auf jeden Fall zu empfehlen. Kommen wir zum nächsten Punkt und da ist jetzt ein bisschen mehr Spielerei. Ich kann mit dem Schlüssel das Auto jetzt nach vorne und zurück bewegen, nämlich ohne, dass ich im Auto drin sitzen muss. Das geht hier genau gleich wie auch bei den Konzernbrüdern IONIQ 5 und EV6. Ich will es hier nochmals kurz zeigen für die Leute, die das jetzt hier zum ersten Mal schauen. Also ihr müsst das Auto in jedem Fall nochmals zuerst nochmals schließen. Hier schließen nochmals. Und dann habt ihr hier so einen Knopf, Hold. Seht ihr denn da? Lange draufdrücken. Da 4-5 Sekunden und dann wird das Fahrzeug eigentlich sozusagen gestartet. Und dann einfach mit diesem Knopf da vor- oder zurückfahren, eins von beiden. Ich mache es mal hier nach vorne. Die Räder werden dann entsprechend gerade gestellt, das Tagfahrlicht geht dann und das Fahrzeug fährt nach vorne. Erkennt auch natürlich auch Hindernisse, ich laufe da vorne mal so durch. Hat es erkannt. Zurück geht es natürlich auch wieder, einfach so auf den Zurückknopf drücken und es fährt dann wieder nach hinten. Hört auch jetzt diesen Bimmelton beim Rückfahren, ist wegen der Sicherheit für die Fußgänger. Fährt so nach hinten und jetzt seht ihr mal, wie es aussieht, das sieht wirklich schick aus. Wann ist diese Funktion gut? Natürlich, wenn man irgendwo aus einer engen Parklücke rausfahren muss oder reinfahren will. Ich habe es mir zu Hause schon ein paar Mal gemacht, das sind auch in der Tiefgarage drin. Das Auto vorne platziert, dann mit dem Schlüssel reingefahren. Ist einfach komfortabel. Wie gesagt, es wird man vermutlich nicht viele benutzen, aber wenn mal, oder hat man zum Zeigen, so schau mal, ich kann mit dem Auto so, das ist cool, aber es ist auch da wieder Spielerei ein bisschen, ja. So, ich bin also nun am Sitzen auf dem Fahrersitz, alles richtig eingestellt. Noch ganz kurz hier zum Innenraum ein paar Dinge erwähnt. Wir haben hier diese Kugel, die, wenn ich das Auto abschalte,
kommt eben die Kugel so. Und wenn ich das Auto anschalte, ist eben hier dann der Gangwahlschalter so zum Drehen. Das ist gleich oder ähnlich wie beim EV6 so. Ich mache jetzt mal den Rückwärtsgang an. Das seht ihr jetzt auch hier auf dem Bild. Sehe also da die Rückfahrkamera auf dieser Seite da und hier die 360-Grad-Kamera auf der anderen Seite. Ihr seht auch hier, wie der Lenkeinschlag eben stattfindet und kann auch hier natürlich noch verschiedene Kameraansichten wählen, wie das von hinten oben. Vor allem gut, wegen dem, wenn man zum Beispiel dann wirklich einen Anhänger dran hat oder einen Veloträger. Und hier eben von der Seite die Seitenkamera. Ich will es euch kurz zeigen, wenn ich hier die Hand hinhalten würde, käme die der Hand da, schau. Das sind nämlich die Kameras unter den Seitenspiegel, die, wie gesagt, hier noch normale Spiegel sind. Die gäbe es noch als digitale Spiegel, das würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. So, dann hier noch das Auto dargestellt in der Welt. Das kennt ihr auch schon von den anderen zwei Fahrzeugen und sieht schick aus. Die Farbe ist auch genau gleich wie die Außenfarbe, denn das kann man ja entsprechend verstellen. Hier, was ich auch sehr schön finde, ist das Display da unten für die ganze Klimasteuerung, also das, was ihr da seht. Es ist Touch, man hat aber auch dennoch noch physische Tasten, die ich betätigen kann. Auch da, die Druckpunkte sind sehr, sehr gut. Also wirklich schön drauf zu drücken da, definitiv. Drivers only, ich muss also drauf touchen und bekomme dann ein haptisches Feedback auch entsprechend. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Kann da die Lüftungssteuerung noch wählen, wie ich es eben haben will. Also wirklich sehr, sehr gut. Oder hier eben auf Automatik, was ich eigentlich immer empfehlen würde. Man hat hier auch zur einfacheren Bedienung, wenn man jetzt das Touchscreen nicht unbedingt cool findet, hat man auch hier noch die Möglichkeit, mit diesem Drehrad, wie bei BMWs oder iDrive Control, eben da durchzuwischen, durchzuscrollen oder so, wie man sagen will, um dann eben hier auf eine entsprechende Dinge zu klicken, so, und dann wieder so verstellen, wieder raufklicken, dann kann man verschiedene Sachen da verstellen. Also, es ist für die Bedienung her einfach nochmals mehr geboten, nicht nur Touch, sondern man hat auch die Möglichkeit, eben das hier zu machen. Also man hat die Möglichkeit, Touchscreen oder eben über dieses Drehrad da unten das zu verstellen, wie man eben will. Das ist, finde ich, gut gemacht und lässt einem da auch Möglichkeiten offen. Die Ablagefächer, die in diesem Auto drin sind, sind auch definitiv zu erwähnen. Wir haben hier vorne auch zwei Cupholder, wo auch die größere Flasche, diese 075 Flasche reingeht. Da seht ihr auch, man muss sie da zwar ein bisschen reinstopfen, da, aber es geht dann eben doch rein, und zwar auf beiden solchen Cupholdern. Und man hat hier eben noch ein Fach da unten, wo ich jetzt meine ganzen Dinge reingetan habe, wie Geldbeutel, Meter und so weiter und so fort. Und da unten ist noch die kabellose Handyladefläche, die ich da so gummiert habe. Das Handy da reinlegen und dann wird es entsprechend dann auch dann kabellos geladen. Und ich würde jetzt sagen, wir schalten doch mal für die Assistenzsysteme mal auf die Autobahn und gucken mal an, wie der Spurhalte-Wechselassistent, Tempomat etc., Schilderkennung, alles funktioniert. Das gibt es jetzt. Wir kommen von der Autobahn hier im Genesis GV60 Sport Plus. Wir wollen jetzt hier von der Autobahn euch ein paar Dinge erklären, dass dieses Fahrzeug sehr gut bereits jetzt schon kann und auch gewisse Dinge ansprechen, die das Fahrzeug noch optimieren kann bei künftigen Software-Updates, denn wir haben ja schon gesehen, das Fahrzeug kann over the air abgedatet werden, absolut problemlos. Also, zum einen natürlich mal hier wollen wir auf das Thema Spurhalteassistent eingehen. Ich wechsle hier kurz mal die Ansicht, dass ihr das so seht. So, ihr seht es da oben, diese drei grünen Symbole. Das ganz rechte ist, dass er die Spur erkannt hat. Das heißt, er hält die Spur. Dann das nächste linke, das Lenkrad, ist dann auch, dass er die Spur automatisch eben hält. Das heißt, er lenkt da auch mit. Und das grüne da ist der Spurwechselassistent. Das heißt, er kann die Spur automatisch wechseln. Und das machen wir jetzt dann auch gleich mal. Wir lassen die Kamera hier auf diesem Symbol da unten, dass ihr das auch seht, wie es dann aussieht. Ich mache jetzt den Blinker, es reicht den Blinker anzutippen und dann einfach das Lenkrad nach links bewegen ein bisschen. Und jetzt seht ihr hier auch, dass er hier die Spur wechselt mit so einer grünen Ansicht. Und er nimmt auch den Blinker wieder selbstständig raus, so. Und hat jetzt dann auch gleich die Spur wieder erkannt. Jetzt hat er sie wieder erkannt und hält sie wieder und fährt so weiter. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt gesehen. Ist auf der Autobahn entsprechend möglich, weil es bedingt da den Highway Driver Assist, das ist das HDA, das ihr vorhin auch schon gesehen habt. Also das müsst ihr unbedingt drin haben. Im Paket ist es aber beim ersten großen Paket, beim Technikpaket bereits drin. Und dann könnt ihr eigentlich sozusagen das so machen.
Diese Funktion, die ihr jetzt gesehen habt, ist auch beim Kia EV6 und beim IONIQ 5 und vermutlich auch dann beim IONIQ 6 ganz genau identisch gleich. Das Fahrzeug hat eine Schilderkennung und die funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Es ist aber so, dass wenn man die Differenz einstellt von 5 km/h, das kann ich machen, dann muss ich beim Schild jeweils selbst noch hier diesen Button nach unten lange drauf halten und dann passt er mir dann auf das 105 oder so wie hier jetzt gerade in diesem Beispiel entsprechend an. Er würde das Tempo auch selbst übernehmen, wenn wir eben nur das fahren, das auf dem Schild steht. Das heißt, wenn ich 100 eingestellt habe, dann wird diese Anzeige da vorne, die hier jetzt weiß erscheint, wird dann grün, wenn es denn genau 100 wäre und würde dann entsprechend auch eben auf 100 automatisch verlangsamen oder wieder auf 120 beschleunigen. Das ist dann die NAV-Geschwindigkeit und die NAV-Geschwindigkeit ist eben aktuell noch nicht so, dass die automatisch mit einer Tempobegrenzung, die ich im Fahrzeug erlaube, ich will euch das ganz kurz zeigen, wo ihr das findet, bei Einstellungen Fahrzeug, Fahrassistenz, dann Tempolimit. Und jetzt habe ich hier eben diese 5 km/h Differenz angepasst. Das heißt, wenn ich innerhalb dieser 5 km/h Toleranz bin, wird euch das Verkehrsschild, das ihr da vorne erkannt im Display, nicht als rot, also als Übertretung angezeigt werden, so wie jetzt das gerade der Fall ist, logischerweise. Und das ist so alles erlaubt. Ja. Was aber eben dann nicht geht, ist, dass du halt dann eben automatisch auf diese 5 Differenz verlangsamen oder halt wieder beschleunigen kannst. Das ist noch, finde ich, eine Funktion, die man per Over-the-Air-Update reinbringen könnte. Es ist aber schon so, dass es aktuell schon funktioniert. Ich muss einfach noch eben jeweils selbst noch hier bestätigen. Aber das passt dann soweit. Dann will ich euch noch dieses Display da vorne kurz zeigen, wie man es eben auch noch einstellen könnte. Nämlich in diesem Schalter da kann man hier die Anzeige vorne verstellen und jetzt einfach so runter machen. Und jetzt kommt eben eine richtig geile Funktion, die so eben bei den anderen zwei genannten Fahrzeugen, IONIQ 5 und auch EV6, nicht drin ist und die man auch nicht bestellen kann. Nämlich, dass hier die Frontkamera des Autos eben das Bild reinprojiziert, von vorne aufgenommen und mit AR-Features hier eben die Straße abbildet. Das ist wirklich super. Denn so kannst du entsprechend auch navigieren. Du siehst hier unten die Pfeile, du siehst auch hier live auf der Straßenansicht eben, wo die Straße durchgeht und wo du durchfahren musst. Sehr, sehr gut. Gerade auch für Leute gut, die vielleicht das Head-Up-Display nicht wollen, warum auch immer, dass man halt dann trotzdem eine AR-Funktion kriegt, finde ich wirklich super gemacht. Ist auch extrem scharf, das Bild, also gefällt mir 1A. So, hier seht ihr auch das Head-Up-Display, was ich da alles erkennen kann. Und auch wenn ich da jetzt einen Spurwechsel mache, sieht es dann so aus. Dann seht ihr es auch hier mit so grün angezeigt, dass er den Wechsel automatisch vollzieht und auch den Blinkhalter selbstständig rausnimmt. Und wenn es da eben ein Navigationshinweis kommen würde, würden auch die Pfeile entsprechend dann im AR-Feature so daher geflogen kommen. Also, das ist auch sehr gut, extrem scharf, auch viele verschiedene Farben, die man da erkennen kann. Es ist auch so, dass man zum Beispiel einen neuen Musiktitel anwählt, wird auch hier im Head-Up-Display das Cover eingeblendet vom entsprechenden Interpret und Titel. Auch das finde ich wirklich sehr, sehr genial und gilt es zu erwähnen bei diesem Fahrzeug. Dann kommen wir zum Thema Motorentechnik. Wir haben hier den Allrad mit 490 PS. Und es ist so, dass beim Allrad, sobald du den Tempomaten drin hast, unabhängig des Fahrmodus, der Frontmotor mechanisch ausgekoppelt wird. Das kann ich hier sehen. Es ist nur der Heckmotor entsprechend angeschaltet, sobald eben der Tempomat drin ist. Das ist bei jedem Fahrmodus so. Also egal, ob ihr im Eco-Modus, im Normalmodus oder halt im Sportmodus seid, sobald der Tempomat drin ist, ist nur der Heckmotor aktiv. Sobald ihr den Tempomaten jetzt rausnehmen würdet, das mache ich jetzt auch, iPedal aus. Und jetzt seht ihr nochmals hier auf dem Display. So, jetzt seht ihr, jetzt bin ich wieder mit beiden Motoren am Fahren. Und sobald ich den Tempomaten reinmache, so wie jetzt wieder, dann ist eben wieder nur der Heckmotor aktiv. Also wir melden uns hier jetzt von der Überlandstraße, ihr seht jetzt hier auch, es geht jetzt um die Rekuperation und um den Speedlimiter, denn ich habe hier auch wieder diese Wippen, wo ich die Rekuperation verstellen kann und zwar in 4 Stufen. Aktuell bin ich hier im iPedal, das ist die Maximalstufe, dann habe ich die Rekuperation bis zum Stillstand, ich demonstriere das ganz eben, ich gehe vom Gas weg und verzögere jetzt und ihr seht auch das Tempo da, verringert sich bis zum Stillstand. Genau.
Ich kann aber natürlich auch mit dem rechten dieser Pedals kann ich die Rekuperation verstellen, das heißt auf Stufe 3 schalten oder Stufe 2 oder Stufe 1 oder Stufe 0. Stufe 0 habe ich null Rekuperation, ich rolle einfach dahin. Ist natürlich gut, um die Effizienz zu steigern auf der Überlandstraße oder halt auch auf einer Straße, wo es ab und zu mal runter geht, so wie jetzt da vorne gerade wieder, dass man ein bisschen runterrollen kann. Ihr seht jetzt auch hier, baue also nun jetzt Tempo auf und wenn ich jetzt sage, jetzt bist du ein bisschen zu schnell vielleicht, obwohl es hier jetzt 80 ist, aber halt zum Zeigen, kann man Stufe 1 schalten, dann wird es hier jetzt auf Charge schalten, das seht ihr jetzt auch hier. Man kann übrigens auch noch mit Drücken dieses Knopfes die Ansicht da vorne verstellen, da sieht es dann wieder ein bisschen klassischer aus, je nachdem was man halt eben will. Es gibt bei diesem Auto auch einen Speedlimiter, den ich auch noch kurz zeigen will. Wir haben ja hier gesehen, hier ist der Tempomat und wenn ich den lange gedrückt halte, kommt hier der Limiter da vorne, den ich dann auch wieder mit der gleichen Taste verstellen kann. Zum Beispiel hier 55, auch hier erkennt er also diese 5 Differenz. Und jetzt ist er also auf 55 eingestellt, das heißt ich gebe jetzt Gas und ich sehe auch schon meinen Fuß, also ja, vielleicht seht ihr das nicht, aber ich bewege den jetzt ein bisschen und komme nie über 55, außer wenn ich jetzt voll aufs Gas treten würde, dann würde er den überschreiten. Aber ja, dann weiß man sie entsprechend auch und hört es dann auch entsprechend ein Geräusch, das tönt dann zum Beispiel so. So tönt es dann, ja. Ich habe hier auch noch diesen Knopf da unten, ja. Und dieser Knopf da unten, den gibt es natürlich nur beim Sport Plus. Das ist der Boost-Modus und der Boost-Modus hat während 10 Sekunden noch mehr Leistung. Wir wollen es danach kurz demonstrieren, wenn wir hier auf dem 80er-Bereich sind. Einfach, dass ihr seht, wie es denn aussieht. Ich mache jetzt mal im Sportmodus hier auf den Drive-Mode-Schalter drücken. In Sportmodus, dann wird es einem auch die Sitze da, die Wangen werden dann angezogen. Und jetzt drücke ich mal diesen Boost-Knopf und jetzt lade ich dann voll drauf. Drei Boost und... Ah, das ist schon geil, ja. Also, da kommt dann die gesamte Leistung von diesen 490 PS zum Tragen. Boah. Und dann ist es wieder cool, ja. Das ist einfach schön. Einmal kurz drücken und ab die Post geht's. Aber auch wenn man ihn nicht drückt, es geht auch schon brachial nach vorne. Also wirklich cool. Es ist nicht so brachial wie bei einem Tesla, wo es wirklich den Kopf nach hinten schießt. Aber es ist eben, man kommt vorwärts, man kann ein Überholmanöver starten, absolut kein Problem. Also wirklich gediegen und definitiv für Überholprestige ist da definitiv gesorgt. Ja. Weiter mit dem Video. Bis jetzt habe ich das Auto nur gelobt und es hat auch verdient, diesen Lob zu bekommen, definitiv. Aber es gibt halt eben auch Dinge, die nicht so gut sind. Vor allem zwei Dinge. Das eine seht ihr da unten, dieses Kabel. Wir haben jetzt da zwei Kabel eingesteckt. Das schwarze Kabel ist dann einfach ein USB-C-Ladekabel für unsere Kameras und das weiße eben ist das USB-Kabel für die Datenübertragung. Und ja, das Fahrzeug hat eben nach wie vor kein kabelloses Apple CarPlay. Es braucht ein Kabel dazu. Das darf in einem Auto, das so viel kostet, nicht mehr vorkommen. Ja. Einfach nicht gut. Das ist Kritikpunkt Nummer 1 und Kritikpunkt Nummer 2, den ich aber nur kurz einschneiden will, ist nämlich die Kartenansicht hier. Das sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Das Zoom-Verhalten ist zwar einigermaßen okay, aber wenn ich jetzt darüber swipe, bekomme ich ja gerade so ein Fadenkreuz und muss ein Ziel auswählen. Ich kann es da, wenn ich da reinzoome zum Beispiel, kann ich da schon etwas dann visieren, aber ich sehe einfach viel zu wenige Informationen. Ich sehe ja zwar grün, wie die Straßen gerade aktuell von der Verkehrslage her sind, aber es ist einfach etwas, was das Auto nicht aufwertet. Im Gegenteil, es zieht es richtig runter. So, kommen wir also nun zur Zusammenfassung und zum Empfehlung und zum Fazit dieses Fahrzeugs, dieses Genesis GV60 Sport Plus. Wir sind das Auto jetzt schon ein paar Tage gefahren und ich kann euch wirklich sagen, ich habe ja zu Beginn auch gesagt, es ist für mich momentan das beste Elektroauto auf dem Markt. Warum? Ja, zum einen natürlich, es lädt extrem schnell auf. Punkt 1. Punkt 2, Sie haben gesehen, auch im Video das, wo es um den Verbrauch gegangen ist, mit Walti der Vergleich, es ist relativ sparsam im Verhältnis gerade zum 2WD. Mit den größeren Rädern auf der gleichen Strecke am gleichen Tag. Auch das finde ich okay. Es ist sehr, sehr luxuriös. Ihr habt es gesehen, Innenraum, alles wunderschöne Materialien, Massagefunktion, wirklich 1A Verarbeitung. Top-Qualität auf jeden Fall. Man kann Anhänger ziehen. Es ist nicht klein. Es ist auf jeden Fall kein Riesenauto, aber es ist auch nicht ein kleines Stadtfahrzeug. Es sieht schön aus, wie ich finde, aber das ist immer sehr Geschmackssache. Wir haben gutes Licht in der Nacht, wir haben ein Matrix-LED-Licht auf jeden Fall zu erwähnen. Das App ist sehr gut gemacht, die Funktionen, die reagieren relativ schnell. Es ist aber so, dass es da auf jeden Fall noch bessere Apps gibt, aber es ist auf einem guten Stand mit dabei. Man hat Leistung ohne Ende, wenn man will.
diesen Boostknopf, der ist wirklich mega cool, ja. Und eben auch der Preis, der stimmt für dieses Fahrzeug, wie ich finde, auf jeden Fall. Wir sind hier unter 100.000 Franken, haben eben die Punkte, die ich vorhin gerade gesagt habe, alle mit drin und haben auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ja gut, ich brauche diese 10.000 Aufpreis für diese ein bisschen mehr Leistung, nicht unbedingt, hat man mit dem Allradmodell, mit dem Sport, auf jeden Fall ein vermutlich das beste Kombinationspaket. Man hat Allrad, man hat 325 PS, man kann es genau gleich ausstatten, gleich luxuriös ausstatten wie der Sport Plus. Der hat einfach schon ein bisschen mehr Pakete, hat schon von Haus aus mit dabei. Aber es ist sozusagen ein bisschen die vernünftigere Lösung. Und man kriegt dennoch das ganze Paket eben geliefert, vor allem auch diese Ladekarte von Shell Recharge, wo du 5 Jahre lang diese 27 Rappen an Ionity in der Schweiz einfach hast. Das ist einfach riesig, riesig wertvoll, diese Preisgarantie zu haben über 5 Jahre, die 5 Jahre Garantie auch noch zu erwähnen. Also deswegen sage ich, das Komplettpaket mit dem Preis inkludiert ist da wirklich, wirklich super. Für mich das momentan beste Fahrzeug auf der EGMP-Plattform auf jeden Fall. Natürlich, es ist teurer als der Ioniq 5, es ist teurer als der EV6, aber man kriegt auch mehr. Diese AR-Features, die B&O-Anlage, die Napalm-Ledersitze, wie man die haben will. Und es gibt bei uns in der Schweiz eben auch den Heckantrieb. Wenn man sagt, ich brauche nicht unbedingt Allrad, dann bist du irgendwo bei 75 km/h und hast es auch volle Hütte ausgestattet. Also es ist einfach nochmals klar erwähnt. Das muss man einfach sehen. Es ist vom Preis her zwar teurer als die anderen beiden, aber immer noch günstiger als zum Beispiel BMW, Mercedes, Audi. Einfach so ein Punkt. Und innen drin nehmen sich die überhaupt nicht viel. Ja? Was die BMW, Mercedes und Audi noch besser haben, ist auf jeden Fall das Thema Navigationssystem, das Thema Kartendarstellung. Würde ich das Auto mir bestellen? Ich würde es mir auf jeden Fall bestellen, nicht so in dieser Farbe. Ich würde es mir bestellen in dunkelgrün matt, Innenraum hell, ja, und vermutlich eben schon der Sport Plus. Ja, da habe ich mich halt wieder erwischen lassen, wie der Daumen ab und zu halt eben doch auf diesen Boost-Knopf gekommen ist. Einfach so ist er runtergeflogen. Logischerweise, auch wenn man jetzt mal die Relationen sieht, würde der Sport auf jeden Fall reichen. Aber es ist halt schon noch das bisschen mehr, dass das noch geht, so dieses Drücken und dann der Sitz zusammen und dann nach vorne. Also, ich denke, das war's in diesem Video. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zum GV60 meint. Wer ist ein Auto für euch? Es ist so, das Fahrzeug ist noch ein bisschen in der Schweiz unbekannt. Viele Leute haben uns angeschaut, haben uns nachgeschaut, was ist denn das für ein Fahrzeug? Ist es ein Bentley? Ja? Deswegen, wirklich wichtig, testet es auf jeden Fall aus. Von daher danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, den Video einen Daumen hoch da zu lassen und ein schönes Wochenende wünsche ich euch jetzt nun also. Bleibt gesund und tschüss miteinander.